gibt so deinen Hund auch immer Platz. Platz ist das Einzige, was man nehmen darf in Europa, ohne dafür sitzen zu müssen. Da ist schon weit, da diese Verordnung, diese EU-weite Verordnung, hat die EU 2009 wieder abgeschafft. Weil das an dieser Gurke hat sich ja die ganze Kritik aufgehängt. Weil das ja so ein wirklich so ein plastisches Beispiel ist. Ne? Und in Österreich sagt man ja, die geben uns die Gurken. Ne? Also das also haben sie eh gesagt. Ja? Nur, apropos Gurken, also die haben uns tatsächlich ja selber gegeben. Weil das weiß ja kaum wer. Das weiß ja kaum wer. Diese Gurkenkrümmungsverordnung wurde Ende der 60er Jahre schon in Österreich erfunden und verordnet. Ja? Ja, das war ein Zusammenspiel zwischen Handelskammer und Landwirtschaftskammer. Ne? Also das, und diese EU, also die Gurkenkrümmungsverordnung hat es ab Ende der 60er Jahre in Österreich gegeben und die EU hat das dann auch ins EU-Recht übernommen. Ne? Aber 2009 haben sie es dann wieder abgeschafft, weil es ein Blödsinn ist. Grundsätzlich der Ansatz war der, dass man, das war ein, auf Druck des Handels ist das entstanden, dass man gerade Gurken, also dass man mehr in der Kiste reinbringt. Und dass man so praktisch die Kisten besser ausfüllen kann. Das war der Grund, warum man nur mehr gerade Gurken ist. Aber selbst eine Gurke krümmt sich, wenn man ihn dann noch hier auf die Zehen gibt. Oder ja, so wie, mit der Wurm. Ja, also das, könnte man so sagen. Den Plätzchen hat wahrscheinlich Österreich und Deutschland damals gleichzeitig beschlossen. Das war wie die Schilling-Thema-Kopplung, wissen Sie. Ja, ja, ja. Wieso regelt die dort alles in der EU nur nicht den Verkehr? Nein, den Verkehr, ja. Der Verkehr ist ein eigenes Thema. Also Faktum ist, also, dass wir Österreicher, ja, vieles ist ausgemacht. Ja. Ich meine, und die Österreicher leben ja zum Teil so, ja, nach dem Motto Hubraum statt Wohnraum. Ne? Also, das ist ja wirklich, ne? Ich meine, schauen Sie sich, fahren Sie heute an einem Wiener Gemeindebau vorbei, so am Sonntag, ne, wenn alle noch schlafen, ne, da stehen die BMW und die Audi und die SUVs. Ne, und dafür wohnt eine fünfköpfige Familie in einer 50 Quadratmeter Gemeindebauwohnung. Das ist so. Ja, ja. Und die Burm am Land, ja, was kriegt er, wenn er die Lehre abgeschlossen hat oder die Matura? Na, einen BMW natürlich. Ne. Also nach dem Motto Hubraum statt Wohnraum. Also das ist schon, das Verkehrschaos in Österreich teilweise ist ja wirklich ausgemacht, aber die EU versucht, dem gegenzusteuern, womit zum Beispiel, indem sie zum Beispiel in der laufenden Förderperiode, die geht bis 2020, ne, 21 Milliarden Euro in den Ausbau der transeuropäischen Bahnnetze investieren. Das ist eine gewaltige Summe. Wir profitieren zum Beispiel jetzt der Schmäh, das ist wirklich ein Schmäh mit den Salzstangen. Weil die wollten uns nicht die Salzstangen verbieten, sie wollten nur bei den Bio-Salzstangen, ne, das Bio streichen, die EU, ursprünglich. Das war ein Entwurf. Nur die EU ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass da wie bei den Gurken was verordnet, sondern das wird vorher wirklich gründlich. Es gab auch einen Aufschrei, natürlich auf Österreich und Bayern vorhin, stellte sich vor, ein Laugenbrezel ohne Salz oder halt ein Bio-Laugenbrezel, die man dann nicht mehr Bio nennen darf, das darf sich kein gescheiter Bayer freuen und die Österreicher mit ihren Salzstangen auch nicht. Und deswegen hat die EU das abgeändert. Ursprünglich war die Idee, die ja durchaus lohnenswert ist und im Sinn des Verbraucherschutzes, dass Bio Lebensmittel und Vitallebensmittel und Lebensmittel, die ausgewiesen als gesunde Lebensmittel am Markt eingeführt werden, dass die nur einen ganz minimalen Salzgehalt haben. Ausgehend nach den Protesten der Bayern und der Österreicher wurde dann ausdrücklich Brot und Gebäck ausgenommen. Also sie können unbeirrt auch weiterhin die mehr knuspriges Bio-Salzstangen aufbauen. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Ein Kiosk oder Salzstein. Mit Butter, gell? Wenn das wunschbar ist. Man muss es auch Salz essen. Salz kann er nicht, wenn das mit Salz ist. Ja, eh. Ne, das da
auch so, dass wir demnächst zum Kern der Sache schreiten. Aber keiner zu kurz. Oh, wisst ihr, was der dritte Witz ist? Was der Sprache jetzt der älteste ist von den drei? Ja, der Alt hat er schon früher manchmal ausgeschaut. Ja, ja. So, und jetzt ist schon meine letzte Frage. Na gut. Ich finde es besonders blöd, also darum muss man sagen. Eine Frau wollte bei den Wiener Singer gelangen, verlangen alle. Das, wo ist das gestanden? Also in einem Weißbuch der EU oder in einem... In einem Entwurf, in einem Verordnungsentwurf, wo glauben Sie, ist das gestanden? Weiß ich. Ja, im Internet liest man ja alles, ja. Na, die Frauenquote bei den Sängerknaben, das ist ein besonderer Schmack. Wissen Sie, wer das erfunden hat? Nicht die EU. Wirklich. Das haben vier Kabarettisten erfunden. Im ORF. Ja, in einer Satire-Sendung der ORF. Und zwar der Florian Schäuber, der Erwin Steinhauer, der Robert Henning und der Thomas Mauer. Weil sie wollten beweisen,